Hello, my boys and girls, and welcome to my channel Inkev. Vielen Dank, dass ihr hier mal einschaltet und immer am Start seid. Ja, mein Englisch ist extrem gut, das hat man mal wieder gemerkt. Und ja, ey, wirklich einfach nur ein fettes Dankeschön für den Support hier. Ne? Das ist Wahnsinn. Wir haben mittlerweile 17.600 Abonnenten. Wenn es so weitergeht, dann überholen wir hier noch DaVinci Talks mit dem Kanal. Also dann haben wir im Prinzip alles erreicht. Kappa. Nee, also ohne Witz, das ist wirklich krass. Und schreibt gerne, wie immer, irgendwas in die Kommentare. Schreibt eine 69 in die Kommentare für die sexuelle Anregung hier in diesem Video. Ja, wir gucken uns jetzt an, Aline Bachmann spricht über ihre Pferde, wird ausfallen. Das Ding ist halt, unser letztes Video war, Aline Bachmanns Pferde brauchen dringend Hilfe, oder beziehungsweise vorletztes Video. Und jetzt haben wir das hier, Aline Bachmann spricht über ihre Pferde und wird ausfallen. Das heißt, es ist wieder der nächste Teil, der nächste Part. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an, was DaVinci dazu sagt. Komm, let's go. Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Und doch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen. Und diesmal geht es um unsere beste Freundin Aline Bachmann mal wieder. Sie spricht diesmal über ihre Pferde. Da gibt es ja einige Dinge, die im Raum stehen, um es mal freundlich auszudrücken. Und auch der Trauma Detective hat ein gutes Video dazu gemacht, was ich euch natürlich unten auf linken werde. Ich möchte euch auch darauf aufmerksam machen, dass ja heute ein Advents-Livestream wieder stattfinden wird. Also ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen vierten Advent. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Weihnachtszeit bislang. Let's go! Und könnt das dann natürlich bei mir im Livestream auch mit mir zusammen verbringen und ein wenig den Adventstag, Abend verleben und eine gute Zeit haben. Also ich würde mich sehr freuen, wir werden über verschiedenste Sachen wieder plaudern, eine schöne Runde miteinander quatschen. Okay. Und ich würde mich sehr freuen. Wann geht's hier endlich ums Video? Ja, DaVinci! Du musst doch gleich noch einen Takt miteinander reden. Wieder einschaltet. Ansonsten geht es jetzt heute, wie gesagt, um das brisante Thema rund um ihre Pferde. Aline Bachmann ist wirklich sehr ausfallend geworden. Sie meint dort, ohne ihn zu nennen, wohl den Trauma Detective. Ich hatte ja meine Videos damals zu dem Pferdethema zwar auch gemacht, allerdings dann, weil ich mit Denise da nichts mehr am Hut haben wollte, erstmal runtergenommen, um dann nochmal jetzt ein Video drüber zu machen und quasi auch nochmal den Trauma Detective hier ein wenig zu unterstützen. Wie gesagt, er hat ein gutes Video dazu gemacht. Das ist alles jetzt irgendwie sehr schwierig von außen durchzublicken, gerade für mich als Mensch, der sich mit Pferden halt gar nicht auskennt. Ja? Wer da jetzt hundertprozentig im Recht ist, das wird man dann sehen. Auf jeden Fall geht sie jetzt auf jeden Fall gegen alle vor, die ich bin da gespannt, was sie berichtet sagt, haben. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Post bekomme, aber es ändert sich ja jede Woche. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich finde es eigentlich krass, ne? Also irgendwie, DaVinci bekommt angeblich immer Post vom Anwalt von Aline Bachmann, ne, auch lustig. Aber eigentlich, wobei er macht ja schon sehr viele Videos, ne, 60 Videos oder so, das ist schon geisteskrank viel. Und bekommt da immer mal Post. Ey, ohne Scheiß, ne, jetzt bei meinen Videos, ich habe glaube ich auch schon 2 Videos oder 3 Videos zu Aline Bachmann gemacht, ich habe nicht einmal irgendwas von ihr gehört. Also ich bin einfach wahrscheinlich so gut mit ihr, dass sie mich einfach nicht anzeigen will. Also, keine Ahnung, was ist da los? Wo ist meine Unterlassungsklage? Was ist mit Aline Bachmann los? Warum will die mich nicht dran bekommen? So, hallo, deswegen habe ich auch heute, also ich weiß nicht, ich nehme das Video jetzt am 20.12.14:21 Uhr, haben wir es gerade, da nehme ich gerade das Video auf. Und heute am 20.12. kommt ein Video zu Aline Bachmann zufälligerweise. Und vielleicht bekomme ich da ja eine Anzeige. Ich weiß es nicht. Also irgendwann musst du mal eine Anzeige reinscherbeln. Ich frage mich hier die ganze Zeit, wo die Anzeige ist. Ja, von denen alle sprechen. Ja, so langsam habe ich das Gefühl, die belügen uns. Hier mal unkommentiert euch zu zeigen und dann werde ich auch mal meine Meinung dazu sagen. Zum Ende, ich bin jetzt erstmal gespannt, was ihr generell zu dem Thema sagt und ob ihr vielleicht sogar Kontakte habt zu dem Besitzer von dem Pferd, also dem Vorbesitzer oder auch zu dem Gestüt. Also da gibt es ja so viele Dinge, die mich dort erreicht haben, aber am Ende hat sich dann keiner bei mir von den Leuten, die dann wirklich was damit zu tun hatten, gemeldet. Also zumindest habe ich das jetzt nicht gesehen bei mir. Ihr könnt das gerne natürlich dann nachholen, solltet ihr das Video jetzt hier sehen, an die besagten Personen. Ansonsten habe ich jetzt Video hiermit erstmal euch das aufgezeigt, was jetzt Aline Bachmann zu sagen hat. Und das hat es auf jeden Fall in sich. Sie wird auch sehr ausfallend. Also dagegen könnte zum Beispiel der Trauma Detective auch schon wieder vorgehen, meines Erachtens. Aber nun gut, hören wir selbst, was jetzt gesagt wurde. Okay, perfekt. Heute das Veterinäramt. Das war schon längst da, Leute. Ich habe schon von meinem Tierarzt, vom Veterinäramt alles schriftlich dokumentieren lassen, dass es meinen Pferden gut geht. Bin zum Anwalt gegangen und jetzt gibt's richtig Saures. Hey, was ist mit ihrem Zahn los? Für manche Menschen. Hey, war es schon immer so? Hey, das ist doch, das kann doch erst seit kurzem so sein. Da fehlt einfach der halbe Schneidezahn. Die Scheiße labert. Let's go.
Menschen, die denken, dass sie mir sowas unterstellen können. Ich habe meinen Tierarzt im Rücken, ich habe das Veterinäramt im Rücken, ich kann alles bezeugen. Ich war gestern beim Anwalt. Die Person, ich will jetzt keinen Namen nennen, die so eine Scheiße labert, er kommt so dran. Wenn es meinen Pferden so schlecht gehen würde, also ganz ehrlich, dann würden die nicht stehen. Es gibt manche Menschen, die einfach... Also das ist eine völlig lost Aussage. Wenn es meinen Pferden schlecht gehen würde, dann würden die nicht so stehen. Heißt aber nicht, dass du trotzdem auf einem Pferd, was du nicht mehr bereiten darfst, das trotzdem bereiten kannst. So, nur weil es noch stehen kann, so. Oh, what the fuck, was ist das für eine dumme Aussage, ja? Oh, diese Frau, die ist wirklich, die hat kein Verantwortungsbewusstsein, so. Die weiß nicht, was auch richtig, was falsch ist. Ich glaube, sie hat auch keine Moral oder so. Also irgendwas ist mit dieser Person falsch. Keine Ahnung, also diese Pferde, die werden falsch gehalten bei ihr. Also Pferde, die nicht beritten werden dürfen und nur Beistellpferde sind. Also es gibt ja Reitpferde und Beistellpferde. Beistellpferde sind eigentlich ja bloß Freunde von den Reitpferden. Die dienen halt der Gesellschaft und die darfst du nicht bereiten. Was macht sie? Sie reitet diese Beistellpferde. So, und das ist halt nicht erlaubt. Das tut den Pferden weh, weil die sind halt nicht dafür gemacht. Beistellpferde sind entweder mal zu alt oder sind zu krank. Und dementsprechend... Es ist nicht ohne Grund Beistellpferde so. Und sie macht das trotzdem und sagt ja, aber die können ja noch stehen. Wow, eine Argumentation ausgespielt an der Stelle. So dumm sind. Ich habe einen Stallvertrag, wo drin steht, dass die Pferde rund um die Uhr Futter kriegen, dass um die umsorgt ist. Ich zahle eine 24-Stunden-Pension, wisst ihr, wie ich meine? Und da kommt irgendeiner an und sagt, meinen Pferden geht schlecht. Und zum Glück habe ich meine Pferde jetzt schon ein Jahr lang, habe noch nie Probleme gehabt. Und nur weil jetzt irgendein Arschloch-YouTuber kommt und denkt, er kann Leute gegen mich aufhetzen, dass die Pferde wegkommen. Da hat er falsch gedacht. Ich habe Tierärzte, die mich seit einem Jahr begutachten und begleiten. Ich habe ein Veterinäramt, was hinter mir steht, wisst ihr, wie ich meine. Und wenn ich die zwei Sachen in der Hand habe und dann mit dem Anwalt komme, sieht schwarz aus. Der Hass hört irgendwann auf. Ich habe es satt, mit diesem Hass, mit diesem Losgeschieße, jetzt sogar gegen meine Pferde zu gehen. Und da ist eine Grenze bei mir erreicht, wo ich mir scheißegal, wie viel Geld ich bezahlen werde, mir scheißegal, wie viele Zeugen ich vorladen muss, die sagen, ich gehe gut mit meinen Pferden um. Die Menschen, die das losgetreten haben, die werden richtig bezahlen müssen. Richtig bezahlen müssen. Ich habe den teuersten Anwalt arrangiert. Der kostet mich ein Schweinegeld. Aber der wird Menschen, die mir zu schaden wollen mit meinen Pferden, der wird die richtig auseinandernehmen. Richtig. Aha. Richtig. Ein Jahr lang habe ich meine Pferde und mir noch nie was zu Schulden kommen lassen. Und weil jetzt irgend so ein Drecks-YouTuber denkt, er kann Videos gegen mich machen, dass ich meine Pferde losbekomme. Ich habe ein Jahr meinen Tierarzt, das Veterinäramt hinter mir. Ich habe Schreiben aufsetzen lassen, dass ich nichts mit meinem Pferd mache, dass es denen gut geht. Damit bin ich zum Anwalt gegangen. Polizeianzeige, zivilrechtlich, strafrechtlich, alles. Und dieser Mensch wird dafür bezahlen. Bei Tieren und Familie hört der Spaß auf. Oskar ist mein Leben. Ich habe keine Freunde, ich habe Familie und das Pferd. Und wer gegen meine Pferde geht, der lernt mich kennen. Und es ist mir scheißegal, wie viel Geld ich beim Anwalt liegen lasse. Mir scheißegal. Aha. Mein Anwalt kostet einen Tausender. Ein Tausender kostet mein Anwalt. Aber für meine Pferde mache ich das. Was? Ich dachte, es ist der beste Anwalt. 1.000 Euro für einen Anwalt. Was ist denn da los? Gut, Selbstbeteiligung kostet dann nicht so viel, aber 1.000 Euro, entspann dich doch. Das ist ja heftig. Sie ist ja richtig. Man merkt auf jeden Fall, sie ist ja richtig, richtig aggressiv und angekratzt. Meine Güte. Dass Aline Bachmann durchaus sehr wütend geworden ist und dass sie jetzt ausfallend gegenüber dem Drama Detective geworden ist, finde ich jetzt auf jeden Fall nicht in Ordnung. Wie gesagt, ich bin da auch ganz klar auf seiner Seite. Ist ja hier auch mein YouTube-Kumpel und von daher ist das klar, dass ich natürlich da auch auf seiner Seite stehe. Das hier nochmal ganz klar unterstrichen. Aber was sagt ihr jetzt generell dazu? Haltet ihr das jetzt wirklich für möglich, dass sie jetzt wirklich mal nicht blufft? Oder ist das wieder alles nur erstunken und erlogen und es kommt jetzt gar nichts an? Es ist erstunken und erlogen. Es ist halt safe erstunken und erlogen. Wie oft hat sie bitte mit dem Anwalt gedroht und das nicht gemacht? So, es ist doch... Ach, lost, ja. Es ist doch schon lost. Sehr verdächtig finde ich, dass sie überhaupt nicht auf die Vorwürfe eingeht. Es wurde ihr doch niemals vorgeworfen, dass ihre Pferde nicht gefüttert und versorgt werden, sondern zum Beispiel, dass sie trotz Schmerzen geritten werden, obwohl sie nur noch Beistellpferde sein sollen. Oder dass sie mit der Stute züchten möchte, warum äußert sie sich nicht konkret? Ja, ist halt wirklich so. Also es macht halt, sie geht halt nicht drauf ein und sagt ja, labert scheiße, so, aber wo labert ihr denn scheiße? So, es wurde halt nichts Falsches gesagt von Drama Detective. Der hat das schon ganz gut aufgezeigt, ja. Nein, auf den Drama Detective oder auf generell uns YouTuber oder generell, wie er jetzt auch noch berichtet hat, zu. Denn, dass das jetzt ja schon sehr häufig ja auch von ihr so gesagt wurde, ist ja nun auch nichts Neues. Sie ändert ja auch öfters ihre Meinung. Wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht,
was jetzt bei mir der neueste Stand ist. Aber ich mache ja einfach mein Ding weiter und werde auch berichten. Und ich finde es auch wichtig, dass man halt auch gewisse Sachen anspricht, da das halt sonst untergeht. Und gerade wenn Tiere betroffen sein sollten, sollte man halt auch zumindest Kritik ausüben. Und mehr ist es ja am Ende nicht. Wenn es den Pferden gut geht, dann sind doch alle glücklich. Und wenn Aline Bachmann gut für die Pferde sorgt, dann ist es für mich auch vollkommen in Ordnung, wenn sie Pferde hat. Ja, also ich will ihr da persönlich nichts Böses. Allerdings gibt es immer wieder Nachrichten, Belege und Meldungen, die jetzt ein gegenteiliges Verhalten aufzeigen bzw. behaupten, um mich jetzt hier auch nochmal sachgerecht und anwaltstechnisch vernünftig auszudrücken. Ja. Aber nun gut, ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ihr könnt mir natürlich auch Sachen dazu schicken. Ich habe natürlich auch die letzten Wochen einiges bekommen, werde auch weiter dran bleiben. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das jetzt geht. Ich wollte aber Ihre Stellungnahme quasi dort nicht verhalten. Das Lustige ist halt, man könnte sie halt auch easy anzeigen, weil sie Fake-Produkte verkauft über Instagram. Und ja, du darfst halt nicht gefälschte Marken einfach auf Instagram verkaufen oder generell überall verkaufen. So, es ist nicht erlaubt in Deutschland. So, man könnte sie halt für so viele Dinge noch rankriegen. Also letztendlich ist sie immer in der schlechteren Position, aber das muss sie halt selber wissen, ne? Heimlichen und euch hier aufzeigen. Und ich fand es auch recht interessant, wie weit das jetzt mittlerweile schon gegangen ist. Das soll es dann aber auch gewesen sein für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann um 18. Okay, spannende Sache auf jeden Fall. Gut, ja, inhaltsmäßig halt das, der Livestream von ihr. Sehr unangenehm, sehr, sehr unangenehme Dame, muss ich auch an der Stelle ehrlich sagen. So das, was ich immer so mitbekomme. Ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Und letztendlich, sie tut sich damit auch selbst keinen Gefallen, auch so zu drohen mit einem Anwalt, weil letztendlich kannst du alles auf sie zurückführen. Und ja, wenn es Beistellpferde sind und die darf man nicht reiten, dann sollte man die auch nicht reiten. Und wenn sie es trotzdem reitet, dann muss man das auch kritisieren. Und dann ist es auch wichtig, dass vielleicht da Maßnahmen unternommen werden. Ja, das finde ich gut und richtig. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Ich finde es heftig, was die da schon wieder erzählt. Aber es ist halt auch Aline Bachmann. Ne? Das muss man auch an der Stelle sagen. Gruß geht raus. Ne? Macht's gut. Ciao, ciao.